So Leute, wir gehen rein und zwar in einen Videowunsch von Creepypasta Punch. Die haben wir tatsächlich auch schon mal hier auf den Reaction-Livestream gehabt. Wir gucken mal. Ich mache alle Rituale, die man niemals nachmachen sollte. Japanische Rituale. Hallo. Creepypasta Punch, sehr, sehr geiler Kanal. Das wurde sich gewünscht. Nicht Two Board Guys, sondern Creepypasta Punch. Wir gehen einmal rein. Ich bin sehr gespannt. 21 Minuten. Ich hoffe, ihr habt was zu trinken. Ich hoffe, ihr sitzt oder liegt entspannt und wir gönnen uns jetzt einmal das Video. Wir sind heute an einem sehr seltsamen Ort für diese Videos und zwar im Wald. Hier lebe ich normalerweise nicht. Aber wir wollen heute etwas ganz Besonderes machen. Denn als ich letztens so mich auf YouTube rumgeklickt habe, kam ich zu einem YouTube-Kanal, den ich vorher noch nicht kannte, und zwar Sneaky Sushi. Und Sneaky Sushi hat etwas Besonderes Chat, kennt ihr den Kanal Sneaky Sushi? Gerne mal eine 1 in den Chat, wenn ihr den kennt. Mir sagt das schon wieder nichts, aber das heißt nichts. Und zwar hat er einige Rituale ausprobiert, japanische Rituale, die man niemals ausprobieren sollte, weil man ansonsten eben entweder Geister verärgert, Geister zu sich nach Hause einlädt oder allgemein in Gefahr ist zu sterben. Und wer diesen Kanal hier schon länger kennt, der weiß, dass ich auch schon so manches Ritual gemacht habe, wo ich eigentlich hätte sterben sollen oder Dämonen zu mir nach Hause oder in mich eingeladen. Boah, das finde ich so creepy. Also da muss ich ehrlich sagen, Creepypasta Punch, das ist auf jeden Fall creepy. ...geladen habe, dass ich das Ganze doch sehr interessant fand und auch mal testen wollte, weil bisher hat mich nichts umgebracht. Vielleicht finden wir heute etwas heraus, was es kann. Und deswegen möchte ich eben auch so ein Video machen. Aber die Empfehlung an euch alle, guckt bei Sneaky Sushi vorbei. Es lohnt sich, das Video ist echt gut geworden. Aber wir wollen das Ganze heute einmal auch ausprobieren. Ey, Friends, ich bin alleine zu Hause. Denkt bitte dran. Ich pinkel mir in die Hose. Ich lasse mich von sowas richtig übel anstecken. Und, Alter, kennt ihr das, wenn man so einen Horrorfilm zum Beispiel geguckt hat und man macht irgendwie sicherheitshalber in der ganzen Wohnung das Licht an und man erschreckt sich vor, keine Ahnung, fallenden Staubkörnern? So einer bin ich. Ich bin 30 Jahre alt und scheiß mir in die Hose, wenn ich vom Bett zur Toilette gehe und wenn ich vorher einen Horrorfilm geguckt habe, wirklich. Kennt ihr das? Bevor wir dazu kommen, aber noch eine Sache, die ich euch sagen will. Komm, eins in den Chat, das kennt ihr doch. Bevor wir die Geister jetzt verärgern gehen, wollen wir aber noch einmal ein Wort zu unserem heutigen Werbepartner sagen. Das kann ich... Ey, Holy! Natürlich gönnt ihr euch Holy. Sehr, sehr nice. Ich würde sehr empfehlen, das ist Tropical Tiger. Gut. Ey, Tropical Tiger habe ich auch noch nicht. Kommen wir jetzt also dazu, die Geister eben zu verärgern, beziehungsweise uns Dämonen nach Hause einzuladen, die mich umbringen können. Ihr müsst wissen, in Japan gibt es extrem viel Aberglaube. In Japan sind eben Vorstellungen von Geistern oder Monstern viel vertretener als zum Beispiel hier in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Dort gibt es eben Leute, die tatsächlich daran glauben, dass es Geister in ihrem alltäglichen Leben gibt. Oder die Zeichnung schon, die Zeichnung alleine schon. Beziehungsweise auch Geister, die zu Hause sind. Und das Ganze hängt sehr viel mit Aberglauben zusammen. Es gibt unterschiedlichsten Aberglauben von Dingen, die man nicht tun sollte, weil eben diese Aberglauben dazu führen werden oder diese Tätigkeiten dazu führen, dass Geister ein Heim suchen werden. Und ihr müsst es euch so vorstellen, diesen Aberglauben. Vielleicht haben manchmal eure Eltern früher euch gesagt, hört auf zu schielen, denn wenn ihr um Mitternacht schielt... Welches Mic ich benutze, ist das Shure SM7B, das klassische Streamer-Mikrofon. ...werden eure Augen so bleiben. Das ist eben exakt so ein Aber. Und kann er, by the way, mal aufhören, so gruselig zu sprechen? Ich wirklich, ich pinkel mir gleich in die Hose. Ich kann sowas nicht, Chat. Ich bin froh, dass ihr da seid. Also bleibt bitte dabei. Ich kann das nicht alleine. Aber glaube, von dem ich rede, nur dass es in Japan nicht darum geht, dass die Augen einfach schielend bleiben, sondern vielmehr, dass es tatsächlich lebensgefährliche Folgen haben kann. Und deswegen habe ich einige dieser Superstitions, wie es auf Englisch heißt, einige dieser Aberglauben, dieser Rituale rausgesucht, die wir heute testen wollen. Und das erste Ritual, von dem ich gehört habe, was man niemals machen sollte in Japan, ist nachts, wenn man draußen ist, pfeifen. Denn wenn man nachts draußen pfeift, können entweder zwei unterschiedliche Dinge passieren. Entweder... Damals hat er am Ende immer Jumpscares gemacht. Bitte, ey, ich flieg... Dann fliegen mir die Hämorrhoiden wirklich um Ohren, Leute. Ich schwöre euch, dann fliegen mir die Hämorrhoiden um die Ohren. Ich kann Jumpscares gar nicht vertragen. Soll man angeblich damit sich Räuber und Mörder und sonst wen nach Hause einladen, weil angeblich Räuberbanden Pfeifen benutzen als Merkmale, dass sie sich zusammenfinden können, dass sie wissen... Boah, Chat. Ich scheiß mir jetzt schon in die Hose, ne? Was sie tun sollen, das ist quasi Räubersprache und wenn man einfach pfeift, dann lädt man Räuber ein, weil man ihnen das Zeichen gibt, hey, hier könnt ihr einbrechen. Oder die andere Möglichkeit, die übernatürliche Möglichkeit,
Wenn man pfeift, kann es passieren, dass eben Geister euch bemerken und zu euch kommen werden und euch dann folgen. Das heißt, wenn ihr spazieren seid durch den Wald oder durch den Park oder sonst wo und ihr wollt einfach nur glücklich nachts pfeifen, könnte es sein, dass Geister und Dämonen das hören, sich euch nähern und unbemerkt an euch ranheften und für immer bei euch bleiben bzw. euch dann heimsuchen. Und das klingt für mich aus irgendeinem Grund sehr interessant und sehr erstrebenswert, ne? Das ist man niemals alleine, deswegen... Ich kann echt gut pfeifen. Könnt ihr gut pfeifen, Chat? Könnt ihr gut pfeifen? Geht fit, würde ich sagen, oder? Aber wie, also, ich würde mir wirklich in die Hose pinkeln, wenn ich da im Wald stehen würde und pfeifen würde. Guck mal, wie glücklich er noch guckt. Warum guckt er denn auch noch so glücklich da? Ey, Chat, was, wer ist er, ey, dass er so glücklich guckt? Ich denke, man könnte das Ganze jetzt ziemlich lang ziehen. Ich könnte jetzt hier mal spazieren gehen. Ihr seht mich gleich nicht mehr, weil das Licht nicht so weit reicht. Aber ich drehe eine Runde um den Baum. Boah, mach das nicht, Bruder, mach das nicht, bitte. Ich weiß nicht, ob hier Leute spazieren gehen nachts noch, ansonsten ist das hart seltsam für die. Es tut mir leid. Gut, ich denke, das müsste grob gereichen. Ey, Chat, ich habe so 10 von 10 mit dem Jumpscare gerechnet. Ich habe so 10 von 10 einfach mit dem Jumpscare gerechnet. Nicht haben, dass die Geister mich haben pfeifen hören, beziehungsweise Räuber. Aber das mit Räuber macht nicht sonderlich viel Sinn, wenn ich das draußen mache, weil... Wenn ich jetzt im Wald weit weg von meinem Zuhause pfeife, warum sollte dann ein Räuber wissen, dass er jetzt bei mir zu Hause einbrechen kann? Das ist, glaube ich, nicht so sinnig. Aber vielleicht haben Geister mich gehört. Vielleicht sind Geister jetzt hier, dass sie wissen, alles klar, da ist er. Meine Güte, sieht der hübsch aus. Da hänge ich mich mal ran. Mach sein. Aber wir kommen zu dem nächsten Aberglauben. Der nächste Aberglaube, den es in Japan gibt, was man nicht tun sollte... Auf Bäume zeigen? What? Ist seltsamerweise nachts auf Bäume zeigen. Das Ganze klingt ja ziemlich... Das habe ich noch nie gehört. Das habe ich noch... Wer zeigt denn nachts auf Bäume? Seltsam, und glaubt mir, wenn ich es euch erkläre, ist es auch seltsam. Denn angeblich soll einerseits das Ganze unhöflich sein für Geister und andererseits soll man durch das Zeigen auf Bäume bei nachts oder das auch erwähnen, dass hier Bäume sind, soll eben dazu führen, dass Geister, die hier leben, ebenfalls eben ein mitkriegen und sich an einen ranhängen und bei einem bleiben. Es ist quasi das gleiche wie das Pfeifen, nur eine andere Art. Ihr müsst wissen, das Ganze sind nicht nur japanische Urban Legends, ne? Japanisches Aberglaube, sondern auch hauptsächlich allgemein asiatisches. Das heißt, das ist ein Baum. Das ist auch ein Baum. Deswegen sind wir übrigens im Wald gefahren. Dafür. Da ist ein Baum. Hätten wir nicht machen müssen. Ich habe Bäume im Garten. Da ist ein Baum. Hätte ich auch aufzeigen können. Da ist ein Baum. Da ist ein Baum. Da ist ein Baum. Warum gucke ich so? Hier sind überall Bäume. Baum, Baum, Baum. Baum, Baum, Baum. 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 Es sind einfach viele Bäume hier. Also es ist ein Wald. Es ist ein Baum. Wer macht denn das? Was sind wir denn da sehend? Sagt mal. Baum, 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 da ist ein Baum, Baum. Das. Also wer geht denn, sagen wir mal, mit der Freundestruppe durch den Wald spazieren und sagt dabei, Leute, habt ihr das gesehen? Da ist ein Baum. Wenn überall Bäume sind. Oder auch wenn man nicht da ist, wenn man einfach auf einer Wiese spazieren ist oder so, guck mal, ein Baum. Wer macht denn das nachts? Also, ich meine, ja, pfeifen nachts kann ich mir vorstellen. Du gehst nachts spazieren und pfeifst einfach, dass das etwas ist, was passiert. Aber es passiert doch nicht, dass jemand einfach auf den Baum zeigt, dass man seinen Kindern in Japan oder sonst wo sagen muss, du, nicht auf die Bäume zeigen, das ist nicht höflich. Aber... Ey, ohne Witz, ich gebe mir so voll krass heftig Mühe mit meinen Videos, versuche immer alles so mega entertaining zu machen. Und dann Creepypasta Punch, Baum, 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 Baum. Ja, geil. Erstmal 2 Minuten des Videos gefüllt mit Baum. Gut. Nein, Kuss geht raus. Ist ein sehr, sehr geiler Kanal. Sehr, sehr geiler Kanal. Haben wir gemacht. Vielleicht habe ich damit jetzt Dämonen irgendwie verärgert. Kommen wir zum nächsten Aberglauben. Der nächste Aberglaube, den wir haben, ist ähnlich wie das nicht auf Bäume zeigen. Und zwar, man soll nicht auf den Mond zeigen. Ebenfalls unhöflich, Geister, sonst was. Tut nichts zur Sache, weil ich wollte das gerne machen mit euch. Ich wollte gerne auf den Mond zeigen und sagen, guck mal, der Mond. Aber ich weiß nicht, meine...
talentierte Kamerafrau kann nach oben filmen. Ich glaube, ihr seht nur schwarz. Der Mond ist nicht da. Es ist nicht mal bedeckt. Ich weiß nicht, wo der Mond ist. Ich habe Real Talk ein bisschen Angst vor einem Jumpscare, Leute. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe in der Vermutung, dass es durchaus einen Jumpscare geben könnte. Gerade sind wir im Wald, falls ihr es noch nicht wusstet, da ist ein Baum. Aber ich weiß nicht, wo der Mond ist, aber irgendwo wird der Mond sein. Und dann habe ich drauf gezeigt. Ich bin gespannt, ob ich heute Nacht sterbe. Ich werde es euch wissen, also ihr werdet es herausfinden. Ja, Mond. Was soll ich sagen, ne? Vielleicht. Kommen wir zum nächsten. Finger- oder Fußnägel schneiden nachts? Hä? Aber guck mal, Chat. Irgendwer muss sich doch auch mal Gedanken dazu gemacht haben, welche Traditionen man besser nicht machen sollte, weil die irgendwie dann, weil ihr dann verflucht seid oder so. Wer hat sich denn gedacht, ey, nein, pass auf, wenn ich nachts die Finger- oder Fußnägel schneide, dann könnte es sein, dass man ja vielleicht Geister weckt und dass die dann bösen Einfluss auf dich haben. Ey, da muss sich doch mal irgendwer, muss sich doch dazu mal Gedanken gemacht haben. Hä? Ich verstehe das nicht. Das nächste Gerücht gibt es wieder einmal in zweifacher Ausführung, beziehungsweise den nächsten. Ja, ich bin auf jeden Fall auch voller Dämonen, das kann ich auch mal garantieren. Aber glauben. Und zwar geht es darum, dass man angeblich nicht sich nachts die Finger oder Fußnägel schneiden soll. Und es gibt sie eben in zweierlei Art. Das Ganze ist in dem Video, das ich euch eben gesagt habe, Sneaky Sushi, hat er es auch gemacht. Und zwar gibt es einmal, dass man sich... Ja, Mann, wir sind 127 Zuschauer, also Grüße gehen raus. Danke, dass ihr da seid. Ich bin total überrascht heute, dass... sind 50 Zuschauer im Schnitt mehr als sonst, also welcome. Ich nachts nicht zu Hause die Finger oder Fußnägel schneiden soll und einmal, dass man sich draußen machen soll. Und nochmal, wer schneidet sich draußen die Finger oder Fußnägel nachts? Aber die Antwort ist ich, denn ich habe eine Nagelschere mitgenommen und ich werde das jetzt mal machen mit meinen Fingernägeln, die kaum vorhanden sind, aber das tut ja nichts zur Sache. Aber vorher will ich euch erklären, warum man das nicht machen soll angeblich. Denn es gibt zwei unterschiedliche Erklärungsmöglichkeiten. Die eine ist für draußen, die andere ist für drin. Man soll sich drinnen nicht nachts die Finger oder Fußnägel schneiden, wenn man die Finger oder Fußnägel rumliegen lässt. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr sie einfach irgendwie im Müll wirft. Ja, mache ich immer, ne? Also safe. Fingernägel einfach rumliegen lassen ist auch richtig lecker. Richtig lecker, wenn man dann barfuß auch noch reintritt. Mmh, geil. Oder runterspült oder sonst was macht, dann ist okay. Weil Dämonen, die im Haus leben oder in der Nähe des Hauses, das Ganze als Einladung verstehen könnten, eben... Alter, was ist das für eine Zeichnung? Das ist original mein Gesicht, Leute, wenn ich wieder irgendwelche Pflegekräfte expose, die live gegangen sind. Das ist dann so der Kopf der Pflegekräfte und das ist so mein Gesicht. So ungefähr sehe ich aus, wenn ich meine Videos schneide zu den Exposed-Fällen. Das ist eigentlich, jetzt ist es raus, Chat, es ist eigentlich, guckt euch nochmal mein Gesicht an. Es ist, komm, Ähnlichkeit, kann man sagen, oder? Ähnlichkeit ist da. Zu in euch reinzufahren, quasi eure rumliegenden Fußnägel, die ja ein Teil von euch selbst sind, aber ein ungeschütztes Teil von euch selbst, könnten als Möglichkeit dienen, für den bösen Geist in euren Körper reinzufahren, das Ganze als quasi Übergang in euren Körper zu nutzen. Und draußen gibt es den Glauben, dass wenn man draußen sich die Finger oder Fußnägel... Ey, jetzt mal Real Talk. Irgendeiner von euch, Ganoven, dabei heute, der sich die Fußnägel schneidet und das dann liegen lässt? Macht das einer von euch? Komm, jetzt ist die Zeit gekommen, outet euch. Wer lässt seine geschnittenen Fußnägel rumliegen? Schneidet und sie rumliegen lässt, dass Ratten kommen, Ratten die Finger... Mein Mann, ja klar, mein Mann, mein Ex, ja sicher, ja sicher. Oder Fußnägel fressen und sich dann in euch verwandeln. Erneut. Moment mal, was habe ich da gerade gehört? Ratten kommen, Ratten die Finger oder Fußnägel fressen und sich dann in euch verwandeln. Erneut, absolut wahrscheinlich. Irgendwas hat da Geräusche gemacht, voll gruselig. Aber wir probieren es aus. Ich klippe euch mal kurz an meine Jacke ran. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Wenn ich überhaupt rankriege. Oh, wow. So, okay. Ja, das sieht man nicht. Ist egal. Muss nichts sehen. Ihr könnt mir glauben, ich tue nicht so. Es ist nicht, ich zeige auf die Bäume, aber bei den Fingernägeln mache ich Schluss. Also ich... Wie gesagt, ich habe kaum Fingernägel. Aber ist ja auch nicht so tragisch, ne? Die andere Hand ist immer schwieriger. Diese permanente Angst vor einem Jumpscare macht mich so ein bisschen wild gerade.
Könnt ihr nicht sehen. Kann ich euch zeigen, ist auch egal. Vielleicht läuft jetzt die nächsten Tage hier ein zweiter Christoph rum. Wir werden sehen. Wäre interessant. Gibt's Ratten im Wald? Das sagt ihr jetzt, dass kein Jumpscare kommt. Aber wenn ihr mich hier trollt und ich verlasse mich darauf und fliege hier gleich von meinem Stuhl, dann ist was los, Freunde. Das sage ich euch. Sind Ratten Tiere, die in der Stadt leben oder leben die auch im Wald? Bisamratten oder so leben, glaube ich, im Wald. Das kann sein. Weiß ich nicht. So weit ging meine Recherche nicht. Auf jeden Fall, muss man sagen, haben wir gemacht. Mal gucken, ob jetzt was passiert. Denn wir machen gleich noch andere Dinge, die man nicht tun darf. Wir sind noch nicht fertig. Und zwar nämlich für euch, die es nachprobieren wollen. Ihr wollt vielleicht nicht in den Wald dafür nachts fahren. Es gibt auch welche von zu Hause aus. Die werden wir gleich einmal ausprobieren für euch. Aber vorher habe ich noch was Schönes mitgebracht. Denn die Phasmophobia-Fans unter euch werden es kennen. Das ist ein EMF-Reader. Das ist ein Gerät, mit dem man angeblich Geisteraktivität messen kann. Eigentlich Elektro... Was? Geisteraktivität messen? Kennt das einer von euch? Ich bin da komplett raus. Magnetische Felder, aber man kann hiermit angeblich auch herausfinden, ob Geister in der Nähe sind. Das heißt, wenn ich jetzt eben durch das Bäume zeigen oder Pfeifen Geister angelockt habe, dann könnte es sein, dass das Ding jetzt gleich ausschlägt und dann zeigt es... Warte mal, ihr kennt das alle? What? Aber was zeigt das Gerät dann an? Rot? Oder wie? Jetzt ist ja gerade auf grün. Oder wie ist es? Dass die Geister sind. Also was passiert dann, wenn das Geister... Ah, es piept. Ach du Scheiße, es macht doch noch Geräusche. Störung im Magnet... Ach du... Oh, Gottes Willen, Gott, um Gottes Willen. Bisher haben wir keinen Ausschlag, nur eine Eins. Ich gehe kurz hier rum, um den Baum, wo ich gepfiffen habe. Und beide Bäume, wo ich gepfiffen habe. Ja, moin. Bei mir ist gerade Real Talk das Licht ausgegangen, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist hier los? Jetzt ist es auch noch dunkel bei mir. Perfekt, ich muss gleich Stromkabel reinstecken. Ja, moin. Oh mein Gott. Chat, guck mal bitte, wie dunkel es hier geworden ist. Was ist das für ein Zufall, bitte? Ich möchte bitte ins Bett. Sofort. Zumindest keine messbaren Geister, weil das Ding bleibt bei einem Licht. Aber wir können natürlich nochmal versuchen. Baum. Jetzt kann ich mir pfeifen. Baum. Mond. Nix. Gott sei Dank. Wir gucken weiter. Wir gehen nach Hause und dann zeige ich euch die anderen Dinge, die auch ihr ausprobieren könnt. Bis gleich. Da sind wir auch schon wieder, und zwar mit dem nächsten Aberglauben, den man niemals nachmachen soll, nach japanischem Glauben. Und zwar nachts die Wäsche machen, beziehungsweise... Trust me, das würde ich auch so nicht machen. Nachts Wäsche aufhängen, würde mir auch nicht einfallen. Nachts die Wäsche aufhängen ist ebenfalls, finde ich, ein bisschen seltsam, aber ich habe nicht so viel Wäsche, deswegen habe ich einfach mal ein bisschen Wäsche hier. Übrigens, ne, nur für euch zur Info, zweimal Werbung in einem Video, Merchandise, Link findet ihr unten in der Beschreibung, kann ich euch empfehlen. Denn ich erkläre kurz, was das Ganze hier soll. Denn angeblich soll man nachts keine Wäsche draußen aufhängen. Aus dem Grund, dass Geister und Dämonen, die hier in der Gegend leben, diese Wäsche sehen könnten und diese Wäsche eben anziehend finden. Nicht im Sinne von jetzt, dass sie das mega geil finden und was für ein attraktiver Mann, der das trägt. Sondern eben die Wäsche anziehen im Sinne von, dass sie wieder menschliche Klamotten tragen wollen. Das heißt, entweder lockt es sie einfach nur an und ihr bringt so Geister in die Nähe eures Hauses, oder es passiert eben, dass ihr mit diesen Sachen, die ihr aufhängt, den Geistern das Gefühl gebt, dass sie diese Klamotten anziehen können und in euer Haus reingehen. Das heißt, es könnte sein, dass ihr eben da... Was? Ey, das sind wirklich wilde Theorien, die da passieren können, ne? Das T-Shirt anziehen und dann in mein Haus, ey, wenn da gleich einer, Leute, Chat, wenn hier gleich ein Geist durch die Tür kommt und mein Holy-T-Shirt hat, dann kriegt ihr von mir sofort gratis Holy auf die Fresse. Damit Geistern die Erlaubnis gibt oder zumindest Geister dazu bringt, in euer Haus reinzugehen. Gottes Willen, ey. Okay. Deswegen lasse ich die über Nacht mal hier draußen. Wir gucken, ob Geister sich angelockt fühlen und gehen direkt zum nächsten, was man niemals machen darf. Gut, jetzt befinden wir uns im Schlafzimmer drinne und ich muss folgendes, ja, das ist meine Bettwäsche. Aber ist das eine Alexander Markus Bettwäsche? Nein.
Was? Eins in den Chat, wenn ihr Alexander Markus kennt. Eins in den Chat. Ich muss Folgendes einmal sagen, denn das nächste werden wir nicht direkt ausprobieren, aber ich kann euch schon erzählen, was passiert, weil ich es schon ausprobiert habe, und zwar mehrfach. Denn nach... Zwei, viele sagen zwei. Oh, erinnert mich, Chat, bitte erinnert mich daran, dass wir gleich einmal ganz kurz klären, wer Alexander Markus ist, okay? Erinnert ihr mich dran? Bitte, bitte. Japanischen Glaube muss man unbedingt einige Dinge beachten, die man niemals tun sollte, wenn man schlafen gehen will. Und zum Beispiel ist eine der Sachen, die man niemals tun sollte, vor einem Spiegel schlafen. Und wenn man hier einmal guckt, Spiegel direkt vorm Bett. Aber ist bei mir genauso, Chat. Ist bei mir einfach ganz genauso. Direkt vorm Bett, ne? Soll man niemals machen, jede Nacht. Dann soll man auf jeden Fall nicht nach Norden ausgerichtet schlafen. Ich habe mein Handy jetzt gerade nicht bei mir, aber ich habe es vorhin mit einem Kompass einmal nachgeprüft. Das ist Norden, beziehungsweise ganz leicht Nordosten, aber laut dem Kompass immer noch Norden. Das heißt, wir liegen schon immer Richtung Norden ausgerichtet mit dem Kopf. Warum soll man das Ganze nicht machen? Einmal, man soll nicht vom Spiegel schlafen, aus dem Grund, dass eben der Spiegel das Portal in eine andere Welt ist. In quasi die Welt der Geister, Dämonen und... So, Moment mal, Chat. Jetzt habe ich aber einen Spiegel, der ist Grauglas. Ist das dann auch ein Portal in eine dunklere Welt? Frage geht raus an den Chat. Sonst etwas. Und wenn man schläft und eben zum Spiegel gerichtet schläft, sollen die Dämonen eben ein leichtes Spiel haben, aus dieser Welt herauszukommen und entweder in deine Welt reinzugehen oder dich in deren Welt zu ziehen. Das heißt, ihr schlaft in eurer Welt ein und wacht in der Geisterwelt auf, nur weil ihr vor einem Spiegel geschlafen habt. Und man soll nicht Richtung Norden schlafen, weil es in Japan Tradition ist. Grauglas, wie heißt das denn? So dunkles Glas halt. Wie, heißt das nicht Grauglas? Das ist doch so ein... ach, ihr wisst, was ich meine. Dunkles Glas halt. Spiegel, dunkler Spiegelzeug. Mein Gott. Dass man Leichen Richtung Norden ausrichtet. Wenn ihr also euch Richtung Norden ausrichtet, soll es angeblich so... Hä, ist das Milchglas? Also es ist Spiegel. Es ist ein dunkler Spiegel einfach. Keine Ahnung. Einfach ein... Ich komme nicht drauf, keine Ahnung. Sein, dass ihr quasi das Gleiche tut, auch eben eine Einladung sendet, ins Leben danach zu schreiten. Und es kann eben passieren, wenn ihr Richtung Norden ausgerichtet schlaft, dass ihr einfach sterbt. Ist mir bisher noch nicht passiert, aber naja, wenn es im Schlaf passiert, vielleicht deswegen. Und eine Sache gibt es noch, die haben wir jetzt vor allem im Sommer die ganze Zeit gemacht oder häufiger mal gemacht. Und zwar soll man niemals mit angeschaltetem Ventilator in einem geschlossenen Raum schlafen. Wenn ihr nämlich also so eine Tür zu habt, das Fenster zu habt und hier einen Ventilator drin anhabt, dann soll es eben so sein, dass dies zu einem Tod führen kann, laut diesem Aberglauben. Warum genau, weiß ich nicht. Aber es gibt vermehrt den Glauben, man soll niemals einen Ventilator in einem geschlossenen Raum anhaben, weil man sonst stirbt. Bis ja, da bin ich ja froh, dass ich noch lebe, weil das mache ich im Sommer regelmäßig. Bisher nicht passiert, ne? Bisher ist davon nichts eingetreten. Wobei, ich muss ehrlicherweise sagen, irgendwann geht mir so ein Ventilator halt auf den Sack, wenn der mir permanent ins Gesicht pustet. Ich weiß nicht, schlaft ihr mit Ventilatoren im Schlafzimmer, wenn es so heiß ist? Ich sag euch, Endgegner sind auch Dachgeschosswohnungen, ne? Da bin ich ja komplett raus. Wir machen gleich noch ein letztes Ritual, aber das letzte Ritual ist tatsächlich ein Ritual und kein Aberglauben. Deswegen möchte ich jetzt schon mal einige Worte zu den ganzen Sachen sagen. Ihr seht, wir haben vieles ausprobiert heute oder manches schon länger ausprobiert. Und ich lebe. Mir geht's gut, heute immer noch. Ich habe nicht das Gefühl, dass hier Geister waren bei mir. Ich weiß ganz genau, dass jetzt wieder Leute in die Kommentare schreiben werden, du hast XY nicht richtig gemacht, du hast das und das nicht richtig gemacht, deswegen hat es nicht geklappt. Bestimmt haben die Rituale nicht geklappt, weil ich, weiß ich nicht, zum Beispiel nicht perfekt zur richtigen Uhrzeit die Sachen gemacht habe. Bestimmt lebe ich nur noch deswegen, das gibt's immer, die Leute, die das behaupten. Ich gehe einfach mal davon aus, dass die ganzen Aberglauben eben nichts anderes sind als Aberglauben. Ihr könnt eben auch schielen um 12 oder sonst was und ihr werdet nicht auf einmal anfangen, dass eure Augen so stehen bleiben. Macht euch da keine Gedanken. Ich glaube, dieser Aberglauben ist eben nichts weiter als ein Aberglaube. Aber wer weiß, vielleicht sehe ich Geister, Dämonen, Monster um mich herum. Aber wenn wir jetzt die ganze Zeit von Mord, Tod, Geistern und sonst was geredet haben, wollen wir jetzt einmal noch über was Positives sprechen, über was Schönes. Und zwar wollen wir noch ein japanisches Ritual ausprobieren und zwar... Eins noch, was kommt denn jetzt noch? Also ich bin auch der Meinung, ich glaube an sowas eigentlich nicht, aber ich lasse mich davon halt echt anstecken. Also wenn der das so erzählt, dann kriege ich halt echt immer so ein unruhiges Gefühl und habe halt immer so ein bisschen Schiss. Aber eigentlich, wenn ich da realistisch drüber nachdenke und auch reflektiere, glaube ich daran eigentlich auch nicht. Hat das eben Sneaky Sushi auch... Aber Ausnahmen bestätigen die Regel.
Toasty, danke für dein Follow. Grüße gehen raus. Gemacht. Und zwar. Hat das jetzt hier geknallt? Oh, Bruder, ey, scheiß. Hat er das gehört? Hat man das gehört, Chat? Gottes Willen. Da will ich meine große Liebe im Spiegel sehen. Ich möchte die Person sehen, die eben für mich die große Liebe irgendwann mal sein wird oder vielleicht schon ist. Und dafür müssen wir eben ein besonderes Ritual vorm Spiegel machen. Und dazu kommen wir gleich. So. Bruder, was knallt denn jetzt hier? Hä? Oh mein Gott, ich scheiß mir gleich so ins Hemd, ne? Ich scheiß mir gleich so ins Hemd, oh mein Gott. Wir sind dann jetzt wieder im gewohnten Setup, das ihr kennt. Und wir machen uns jetzt an das letzte Ritual, das wir... Ey, ich wohne hier echt in einer abgelegenen Gegend. Hier knallt nochmal... gar nichts knallt hier. Ab 18 Uhr sind hier die Bordsteine hochgefahren. ...wir machen wollten. Und dieses letzte Ritual, wie ich schon gesagt habe, hier geht es darum, die eigene große Liebe zu finden. Was man dabei tun muss, ist allerdings hammermerkwürdig. Denn man braucht drei Sachen. Ein Messer, keine Sorge, es wird nicht schlimm, einen Apfel und einen Spiegel. Hier seht ihr zum Beispiel mein Gesicht von unten, aber ein Spiegel wird auch benötigt. Und jetzt muss man eben Folgendes machen. Man muss den Spiegel aufstellen und genau um Mitternacht, ich sehe mich jetzt nicht mehr, also ich sehe mich über den Spiegel, ich sehe mich nicht mehr so, aber genau um Mitternacht soll man eben einen Apfel schälen in einem möglichst langen Streifen und dann soll man im Spiegel seine wahre Liebe sehen, beziehungsweise das Gesicht seiner wahren Liebe. Ey, das wird, also Chat, das wird ja immer wilder, ne? Stehe nachts auf, schäle einen Apfel irgendwie in gewisse Formen, guck dann in den Spiegel, dann siehst du die Liebe. Boah, das ist ja so, das ist ja so krass weit weg, also von der Realität, ne? Das ist unfassbar. Und wir können mal auf die Uhr gucken, es ist gerade 23.59 Uhr und wir wollen das Ganze jetzt gleich ausprobieren. Wenn es Punkt 0 ist, werde ich anfangen, diesen Apfel zu schneiden. Sag mal, ey, also, da kann man ja sonst was erzählen, oder? Und mein Spiegel ist jetzt, ihr könnt es nicht sehen, ist direkt vor mir, vor dem Computer platziert. Also, wir warten bis 0 Uhr und dann geht's los. Cool, gefangen, Christoph. Und es ist 0 Uhr, alles klar. Wie zur Hölle schält man einen Apfel? Ich nutze immer... Oh, Apfel schälen und in den Spiegel gucken, erscheint mir hammergruselig. Oh Gott. Komm schon. Wahre Liebe. Wahre Liebe. Wie schneidet er denn den Apfel? Was macht er? Ah, boah. Ich hab's gerade noch gesagt, Chat. Ich hab's doch gerade noch gesagt. Noch nichts, aber... Machen wir ein bisschen weiter. Also, ich denke, wir haben jetzt eine gute Länge an Apfel gleich schon geschält. Bruder, hat er schon mal einen Apfel geschält? Das, hä? Was tut er? Was tut er denn da? Okay. Geschält und ich sehe keine, hier ist mein Apfel für euch als Ergebnis. Ich sehe niemanden im Spiegel außer mich und tatsächlich meine Michael Myers Maske im Hintergrund. Ich hoffe, das heißt nicht, dass Michael Myers meine wahre Liebe ist, aber... Ihr seht, es hat nicht geklappt. Keins dieser Rituale. Nie hat ein Ritual geklappt. Warum machen wir Rituale? Ja, Chat, die echte Liebe, die er jetzt hätte sehen können, dachte sich, Alter, wie schält der Typ Äpfel? Da verpisse ich mich wieder. Jetzt mal ganz im Ernst, wenn die echte Liebe dafür einen kurzen Moment war, dachte die sich, nee, der kann keinen Apfel schälen, ich bin wieder weg, ciao, hau rein. Also jetzt mal ohne Witz. Was ist das denn? Hä? Creepypasta Punch, wenn du Hilfe brauchst, ruf mich gerne an, wir schälen mal zusammen Apfel. Was ist denn da los? Bruder. Nie klappt was. Ich wollte es einfach nur mal machen. Vielleicht kriege ich einfach keine wahre Liebe. Kann ja auch sein. Und einfach nur for good measure. Hier seht ihr jetzt den Spiegel. Was wollte ich? Ach ja. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Leanne, danke für dein Follow. Grüße gehen raus. Ich denke, das haben wir jetzt geklärt. Aber
Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Es war sehr besonders, es war sehr anders als sonst. Ich hoffe, es gefällt euch. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss. Warum hab ich's gemacht? Alter, also sehr, sehr nices Video. Hat mich sehr unterhalten. Ich bin sehr, sehr froh, dass es kein Jumpscare gab, liebe Leute. Und damit, falls ihr das Video bis hierhin geguckt habt, meine Reaction, dann schreibt sehr gerne creepy in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.